ab zum Spülen, Duschen oder Abwaschen. Warmes Wasser und auch eine Heizung darf im Wohnwagen oder auch im Wohnmobil nicht fehlen. Aber was gibt es denn da eigentlich für Varianten? Das alles erkläre ich euch in einem kurzen Video nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal vom P-Konzept. Die drei Basisversorgungen, die habe ich bereits in einem anderen Video erklärt: Wasser, Strom und Gas. Ohne diese können wir natürlich auch nicht warmes Wasser bekommen oder auch heizen. Da gibt es verschiedene Kombigeräte oder auch einzelne Geräte. Diese möchte ich euch hier in diesem Video kurz erläutern. Beginnen wir mit der Therme. In den meisten Wohnwagen haben wir eine Warmwassertherme. Eine Therme nutzt die vorhandene Heizungswärme, um das stehende Wasser im Boiler zu erhitzen. Mit einem Wasservolumen von 5 Litern haben wir hier einen geringeren Wasserbedarf an Warmwasser. Wer jetzt also gerne lange und warm duscht, der entscheidet sich für einen Boiler. Denn im Gegensatz zu der Therme hat der Boiler ein Wasservolumen bis zu 14 Litern. Das funktioniert wie folgt, also letztendlich wie ein Kochtopf, wo eine Flamme warmes Wasser erhitzt. So funktioniert das quasi mit dem Boiler, da entsteht eine Flamme und die bis zu 14 Liter Wasser werden erhitzt und ihr könnt ausgiebig warm duschen. Dann gibt es natürlich noch Kombigeräte, wie zum Beispiel die Truma Kombi oder auch die Alde Heizung. Das ist eigentlich auch schon die gängigste Variante in einem Wohnmobil. Das heißt, ihr könnt zeitgleich heizen und auch Wasser erhitzen, das alles in einem Gerät und mit einer Anlage zum Umschalten. Falls ihr jetzt zum Beispiel eine Heizung oder eine Warmwasseraufbereitung nachrüsten wollt oder die Therme gegen den Boiler tauschen wollt, dann meldet euch gerne an unseren Service und lasst euch gern beraten. Meldet euch unter service@p-concept.com. Falls ihr jetzt wissen wollt, wie zum Beispiel die Heizung von Truma S funktioniert oder was jetzt diese Dual-Control-Anzeige auf sich hat, wie man jetzt die Warmwassertherme startet und was dieses Rädchen mit Truma Vent bedeutet, das erkläre ich euch in einem anderen Video. Dazu abonniert natürlich gern unseren Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch dieses Video nicht. Wir, das Team vom P-Konzept, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und wünschen euch eine warme Kreuzfahrt auf der Straße.